Position gehört dir. Ich vertraue natürlich noch auf Glatzel. Der ist gesetzt. Aber wenn er seine Form hier weiterhin so unten hält, dann muss man echt gucken. Let's go. Oh, 3 Tore in den letzten 3 Spielen. Ist doch mal Ansage. Und hier sind wir wieder im schönen Stadion. Im Volksparkstadion. HSV gegen Fürth. Ja, ob die auch so abgehen hier wie Regensburg. Erst volle Sahne drauf. Oder ob wir den Lucky Punch setzen werden. Ja, komm. Oh, knapp. Schön durchgespielt und dann am Keeper gescheitert. Aber der Touré gefällt mir sehr gut. Hier Neumann schießt die Ecken. Der ist auch hier. Ohne den werden wir auch viel weiter unten. Oh mein Gott. Was ist das für ein Tor gewesen? War das hier auch wieder? Das müssen wir uns doch mal angucken. Ja, schön reingeschaukelt. Naja. Nicht sein erstes Tor hier. Ecke. Wirft sich rein auf die Brust. Dann ist er einfach so. Gucken wir nochmal. Ja, der Keeper wäre nicht mehr dran gewesen. Der Keeper drückt dann noch seinen Mitspieler weg. Also sehr kurioses Tor. Und Haya mit seinem 3. Treffer. Sehr beruhigendes 1:0 für uns. Nein. Oh Gott, nochmal. Ich wollte gerade sagen, nochmal gut gegangen, aber das geht ja jetzt nochmal richtig rund. Nein. Oh, der Keeper möchte im Boden versinken. Fürth erkämpft sich den Ausgleich. Was war denn das? Oh Gott, die Abseitsfalle hat nicht funktioniert. Ach Gott, da. Ja, schlecht gemacht. Jetzt aber. Jetzt ist Feuer drin. Jetzt geht's hin und her. Achtung. Nein. Nein. 2:1. 2:1 führt. Führt, führt. Oh Mann. Ja. Einmal angezogen und dann haut er den Ball da rein. Ich hätte schon gedacht, ja. Der kommt vorbei. Ja. Dieses Spiel waren wir mal in Führung, aber nicht von langer Dauer. Oh, diese Bälle. Ah, die Gegner spielen sehr hoch gegen uns. Ich weiß nicht,
Gesichter. Nein. Vergebene Chance. Schade. Das hätte noch gefährlich werden können. Kein Foul. Jetzt nochmal. Balleroberung. Glatze. Zieht ab. Kibatin. Er hatte nicht genug Zeit hier. Boah, er fällt. Kein Foul. Ja. Wir kommen hier nicht weiter. Das Spiel gefällt mir besser als zu Anfang. Es wird ein bisschen besser verteidigt. Nein. Boah, wie knapp war das denn? Ja, die sind heiß. Mit der kurzen Ecke. Ich glaube, kurze Ecke hat ausgeführt. Glaube ich, habe ich in der Saison nicht einmal. Nein, er gibt ihm den Ball. Oh. Alter Falter. Okay. Charmante Führung für Fürth. Die hätten auch schon eins höher fallen. Ja, aber ich denke mal unterm Strich ganz gerecht. Jetzt mal weiter. Schöner Ball. Glatzel ist echt nicht mehr so wie früher. Das war einfach eine Maschine vorher. Nein. Auch mit Vorlagen funktioniert es nicht so. Boah. Was für eine Hereingabe. Kommt, Leute. Auf geht's. Schöner Ball. Glatzel ist nicht so schnell. Doch. Ja, er macht ihn sein zweites Tor hier. Also im darauf folgenden Spiel sein zweites Tor hier. Er holt uns zurück. Das müssen wir uns nochmal genauer angucken. Ja, hier nimmt er, hier luchst er ihm den Ball ab. Ja, sehr knapp. Sehr, sehr knapp. Oh, klasse. Sohnen kommt. Oh, 2-2. Und jetzt müssen wir auf den Sieg gehen. Denn es kommen. Die Gegner werden jetzt nur noch schwerer. Na, der hätte besser. Oh mein Gott. Nein. Er scheitert. Er scheitert, er hätte ihn reinziehen können. Das wäre das Tor gewesen. Oh mein Gott. Was war das für eine vergebene Chance? Ob sowas... Ah,
sowas wiederkommt. Ich weiß es nicht. Shit. 71. Die Zeit rennt uns leider weg. Falsch vorgelegt. Es ist keiner vorne. Wir kriegen nicht mehr so ein Geschenk. So ein Geschenk wie vorhin kriegen wir nicht. So, Controller ist schwach, okay. Die letzten Aktionen. Vermasseln, Leute. Einwurf. Einwurf. Oh mein Gott, ey. Das ist eine Spannung. Ja, komm. Was? Was war denn das, bitteschön? Der kommt gleich raus. So, kriegen wir noch. Oh, übers Tor. Oh, ich kann es gar nicht glauben, dass wir diese Chancen hier nicht nutzen. Hundertprozentige, tausendprozentige Chancen lassen wir hier liegen. Jetzt kommen die Fürther. Abseits. Und das war's. Das wird nur ein Punkt. Das ist zu wenig gegen Fürth. Eigentlich wollte ich nicht interviewen nach dem Spiel. Oh Mann, ey. Aber egal, gucken wir mal. Es gab zwar heute keinen Sieg, aber wie sehr freut sie die Rückkehr von Glatze. Ja, die Rückkehr freut mich natürlich. Aber er muss jetzt langsam sich wieder rantasten. Hat jetzt in dem Spiel ein Tor gemacht. Und er muss aber vorsichtig sein. Und darf nicht übertreiben. Hätten sie zur Pause gedacht, hier heute noch einen Punkt zu retten? Ja, ich habe zu jeder Zeit gedacht, hier einen Punkt zu retten. Aber ich hatte wirklich einen Sieg erwartet. Wir haben hundertprozentige Chancen nicht genutzt. Wie beurteilen Sie die Leistung? Ja, im Großen und Ganzen. Ich verstehe, dass das frustriert ist, aber wir müssen weitermachen. Ziel ist Platz 3. Dankeschön. Ja, Chat haben wir. Spielerchat. Kittel. Wenn es drauf ankommt, zähle ich auf dich. Du hast uns nicht im Stich gelassen, du hast ein Tor gemacht. Auch ein sehr wichtiges Tor. So, Tabelle. Sind wir auf Rang 6. Und das Blöde ist, alle drei Teams vor uns haben noch ein Spiel zu spielen. Naja.
simulieren wir zum Kaiserslautern.